Hallo, mein Name ist Gisa Hess. Ich arbeite seit 2012 in der Kundenbetreuung der Comdirect und in diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie den Kontowechselservice nutzen. Sie loggen sich im persönlichen Bereich mit Ihren Zugangsdaten ein. Sie gehen auf Verwaltung und Kontowechsel, haben dann die Wahl zwischen dem Kontowechselportal und dem Kontoübertrag. Was bedeutet Kontoübertrag? Sie beauftragen Comdirect, das Guthaben Ihrer alten Bankverbindung auf das Comdirect-Girokonto zu übertragen und die alte Kontoverbindung im Anschluss zu löschen. Wir schauen uns zuerst das Kontowechselportal an. Wenn Sie Ihre bisherige Bankverbindung ebenfalls online genutzt haben, haben Sie die Möglichkeit, sich mit Ihren Zugangsdaten hier einzuloggen. Nach kurzer Zeit sehen Sie Ihre Umsätze. Wenn die Daten geladen sind, haben Sie im ersten Schritt die erkannten Lastschriften, wie zum Beispiel Versicherungen, den ADAC. Sie wählen hier die Zahlungspartner aus, die Sie benachrichtigen möchten. Im zweiten Schritt finden Sie Lastschriften, die nicht eindeutig zuzuordnen sind. Hier haben Sie die Möglichkeit, Informationen zu ergänzen und die Zahlungspartner dann ebenfalls zu übernehmen. Im dritten Schritt haben Sie die Gutschriften, wie zum Beispiel Gehaltseingänge. Und im vierten Schritt Daueraufträge. Hier können Sie eine Liste der Daueraufträge erstellen und die Daueraufträge dann in Ihrem neuen Comdirect-Konto erfassen. Im nächsten Schritt sehen Sie eine Übersicht der Zahlungspartner, die Sie ausgewählt haben. Sie haben hier nochmal die Möglichkeit, einige Daten zu verändern. Einige wenige Zahlungspartner verlangen eine Unterschrift auf dem Brief. In diesem Fall drucken Sie den Brief aus, unterschreiben ihn und verschicken ihn. Alle anderen Briefe werden direkt vom System versandt. Wenn die Login-Funktion bei Ihrer bisherigen Bank nicht möglich ist oder Sie weitere Zahlungspartner hinzufügen möchten, können Sie diese aus der hinterlegten Datenbank aus den verschiedenen Rubriken auswählen. Unter Meine Mitteilungen sehen Sie die versandten Briefe. In der Postbox werden Sie benachrichtigt, wenn es zu Rückfragen von Seiten der Bank kommt. In diesem Fall werden Sie auch per E-Mail an die hinterlegte Adresse benachrichtigt. Wenn alle Zahlungspartner informiert sind, können Sie die alte Kontoverbindung kündigen. Das Formular hierzu finden Sie ebenfalls im persönlichen Bereich unter Verwaltung, Kontowechsel. Wenn Sie mehrere Bankverbindungen übertragen möchten, drucken Sie bitte pro Bank ein Formular aus, unterschreiben es und schicken es an Comdirect. Wir kümmern uns um alles Weitere. Für weitere Fragen rufen Sie unsere Kundenbetreuung an, schauen sich die weiteren Videos auf unserem Kanal an oder schreiben uns einen Kommentar.